Hallihallo, Hallöchen zu World of Tanks mit dem T30 hier auf der Karte. Himmelsdorf natürlich. Oder in dem Fall, pardon, Winterhimmelsdorf. Aber den Schnee, den sehen wir wohl alle. Ja, der T30, ein eher ungewöhnlicher TD, weil es so ein gefühlter Hybride aus Heavy und TD ist. Auf jeden Fall wäre der doch den komplett drehbaren Turm auch was für mich. Gut ansprechende Kanone. Ja, also mit denen kann man schon seinen Spaß haben. Er fährt ja natürlich obligatorisch wie für den TD gewohnt in die Schlachtergasse. Und man muss jetzt erstmal warten, bis er hier einen Gegner bekommt. Aber noch ist hier keiner. Oh, da kommt ein Gegner schon, T30. Perfekt. Oben drauf, ja. Und dann klappt's mit dem Nachbarn. Der andere hat verschossen. Ideal für ihn. Die ersten 688 Damage. Oh, der Tiger, der ist aber mutig, du. So, nachgeladen hat er auf jeden Fall mal. Und da ist er nochmal. Und er trifft nochmal. Perfekt sogar. Ja, da war es das für den Gegner T30 schon wieder. Schnelle Runde, kannst du schon wieder nach Hause gehen. Und was kommt denn da? Ein T10? Oh, T34. Da ist er offen. Muss hier aufpassen, dass er nicht einen Gegner, also beziehungsweise einen Gegner trifft und sein Teammate eben nicht. Ja, jetzt kann er schießen, theoretisch. Aber gerade nicht mehr möglich darauf. Deswegen, er fährt jetzt einfach drauf, so sieht es zumindest aus, Richtung T34. So, jetzt ist er auch gleich da. Und nu schießt er vorne drauf. Aber der andere hat auch, der T34 sehr gut getroffen, hat ihn auch direkt angezündet. Dementsprechend hat er auch über 530 Schaden mit einem Schuss gemacht. Aber jetzt bekommt der T34 da schon ordentlich auf die Mütze. Und den letzten Schuss will wohl er haben. Und den kriegt er auch und macht ihn. Perfekt. So, und jetzt will er wohl den Jungs und Mädels da oben auf den Berg da in den Rücken fahren. Schöne Idee. Ist natürlich nicht der schnellste Panzer, also von dem her dauert es immer ein bisschen. Der Gegner cappt auch, 3 zu 7 steht's. So zündet er den 1390 an und der 1390 ist gleich mal weg. Ein Schuss, 765 Schaden. Ja, fein. Jetzt wartet er ab, bis er nachgeladen hat. Nun der Fall. Der Centurion ist für ihn potenzieller One-Shot, der Tiger nicht. Ja, deswegen nimmt er auch zuerst den mal raus. Der Tiger achtet gar nicht auf ihn. Oh, jetzt muss er weiterfahren, der Oho von hinten. Aber ist jetzt auch schon rum. Halb so wild. Und da perfekt hinten eine mitgegeben. Ja, jetzt sieht man da ganz gut, dass die Arti von seinem Team unten Richtung seines Cap-Punkts fahrt, um da eventuell zu verteidigen. Noch 35 Sekunden auf der Uhr. Und es fahrt keiner dahin, außer die Arti. So, da hat die Arti sehr nice, muss man ganz klar auch lobend erwähnen. Die Arti hat da den 12T weggemacht. Und jetzt macht der Tiger die Arti weg, aber ohne diese Aktion wäre da ganz klar die Niederlage schon besiegelt gewesen.
Da der AT-7. Und da hat er einen schönen Roll gehabt. 889 Damage. So, jetzt die Frage, geht er auf den Waffenträger? So, da hinten der Tigerpferd ist Richtung Decap. Und da hat er auch schon den anderen aufgemacht. Sehr gut. Einen Kill bräuchte er noch für seinen Krieger. Ah, schade. Hätte mal auch klappen können. Oh! Aber jetzt hat er den nächsten Schuss, hat er zur Verfügung. Und den nimmt er mit und holt sich damit auch seinen Krieger verdientermaßen. Jetzt nur noch der Tiger am Leben. Und der sollte jetzt für die 5 übrig gebliebenen gar kein Problem mehr darstellen. Okay, 4. Wir sind aber alle recht low, also von dem her. So, da hinten steht er. Jetzt ist er offen. Jetzt weiß der Tiger, was ihn da Böses ereilt. Aber jetzt konnte er einen sehr schönen Treffer setzen und hat damit seinen Schaden auf 7038 gepusht. Und wir haben eine schöne Runde mit einem schönen Panzer gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.